Du willst Print-on-Demand-Produkte kreieren, aber hast keine Photoshop-Kenntnisse. Kein Problem, in diesem Video zeige ich dir, wie du mit Hilfe von KI-Tools atemberaubende Designs erstellst und das passend zu Weihnachten. Zudem zeige ich dir ein Tool, mit dem du enorm viel Zeit in der Nachbereitung deiner Designs sparen kannst. Also bleib unbedingt dran, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Mein Name ist Lisa und seit 7 Jahren bin ich im Bereich E-Commerce selbstständig. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die Themen KI und wie du dein eigenes Online-Business startest. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Wir starten eine neue Videoreihe, in der ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du Print-on-Demand-Produkte mit KI-Tools gestalten kannst und diese dann auch für den Verkauf vorbereiten kannst. Wir starten das Ganze heute mit passenden Weihnachtsmotiven. Wenn du den gesamten Prozess von der Ideenfindung bis zum fertigen Produkt lernen möchtest, empfehle ich dir meinen Newsletter. Den verlinke ich dir unten in der Infobox. Dort erhältst du eine komplette E-Mail-Serie mit allen wichtigen Informationen und als Bonus bekommst du die Checkliste mit den 8 häufigsten Fehlern, die du beim Start deines digitalen Produktes unbedingt vermeiden solltest. Wir schauen uns das Ganze direkt mal bei Etsy an. Ich habe jetzt hier in die Eingabemaske Weihnachts-T-Shirt, Christmas-Shirt eingegeben und das sind die Ergebnisse. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für diesen Artikel, beziehungsweise dass wir uns den näher anschauen. Und mit Everbee, das Tool verlinke ich dir auch in der Infobox, sehen wir jetzt, dass dieser Seller über 25 Sales generiert hat und monatlich circa 200 US-Dollar damit generiert hat. Man muss natürlich beachten, dass dieses Geld jetzt vor allem in den Wintermonaten umgesetzt wird, aber auf jeden Fall schon mal ziemlich gut und wir sehen, es ist auf jeden Fall Bedarf da. Ich habe dir ja gesagt, dass wir das Ganze mit AI machen, mit DALL-E 3. DALL-E 3 läuft über ChatGPT. Ich habe dazu auch schon mal ein paar Videos gemacht. Ich verlinke dir die auch unten in der Infobox. Und das allererste, was wir natürlich benötigen, sind Ideen. Was möchten wir denn auf unserem Shirt oder auf unserem Pulli? Und auch hier nutzen wir ChatGPT. Ich öffne einen neuen Chat und gebe in die Prompt-Maske ein, dass wir Sprüche benötigen. Ich möchte jetzt englische Sprüche im Zusammenhang mit Weihnachten. Diese Sprüche sollen lustig sein, aber nicht ganz so lange. Ich würde dir empfehlen, noch mehr Informationen zu geben. Also wenn du eine gewisse Zielgruppe hast, kannst du das jetzt hier eintragen. In meinem Falle geht es jetzt hier erstmal nur um die Sprüche. Und hier bekommen wir jetzt direkt einige Ergebnisse. Also 15 Stück sind das. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Da sind auf jeden Fall schon mal ganz gute Sprüche dabei. Kleiner Tipp von mir, jetzt ist jetzt auch noch, dass manche Sprüche natürlich ziemlich gut sind. Allerdings, wenn wir auf dem deutschen Markt verkaufen möchten, empfehle ich dir, dass die Sprüche jetzt auch nicht zu kompliziert sind. Ich habe mir jetzt 3 Sprüche ausgesucht und füge die jetzt hier ein und möchte jetzt T-Shirt-Ideen von ChatGPT. Wir bekommen jetzt hier ein paar Ideen generiert. Meow Christmas. I'm dreaming of a white wine Christmas. Hier immer die Designelemente, die Farben, die Schriftart, also Dinge, die wir dann auch gleich für das Design nutzen können. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen genauer haben. Daher nehme ich einen Folgeprompt. Die Designs sollen typisch für Print-on-Demand-T-Shirts sein und es soll ein bisschen kreativer sein. Auch hier empfehle ich dir, die Prompts ein bisschen ausführlicher noch zu machen, wenn du deine Zielgruppe kennst. Und jetzt bekommen wir tatsächlich noch mehr Informationen. Die kannst du jetzt nutzen. Wenn du eigene Ideen hast, umso besser. Dann kannst du natürlich direkt in den Designprozess starten. Falls du Ideen für Sprüche, T-Shirt-Motive benötigst, schau gern auch mal in der Infobox nach. Ich habe das Ganze letztens bei meinem anderen Video über Halloween gemacht, dass ich für ein paar Euro ein paar Entwürfe verkauft habe. Das kam ziemlich gut bei euch an und ich habe auch ziemlich gutes Feedback bekommen. Das Gleiche probieren wir hier auch nochmal aus. Ich habe ein paar T-Shirt-Sprüche, Designs gefunden und auch das verlinke ich dir unten mal in der Infobox. Schau da gerne mal nach. Als nächstes gehen wir jetzt in ChatGPT, steuern hier aber DALL-E 3 an.
Hier gebe ich jetzt ein, erstelle mir eine Vektorgrafik für ein T-Shirt-Design von einer Katze mit einem Weihnachtsmannanzug, die aus einer Geschenkbox springt. Eventuell könnte die Katze eine Pfote in die Höhe strecken, als ob sie ein High Five gibt. Und das Ganze schicke ich jetzt ab. Und im Anschluss aktiviert sich DALL-E 3, das sehen wir jetzt hier an diesem Balken. Und wir bekommen 4 Motive. Die sehen schon mal ziemlich interessant aus. Ich merke jetzt, dass ich eine kleine Angabe vergessen habe. Und zwar zum einen unseren Text und zum anderen empfehle ich dir auch noch, weißer Hintergrund in den Prompt mit aufzunehmen. Also, dass das Bild, die Entwürfe einen weißen Hintergrund haben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir das dann später noch einfacher bearbeiten können. Ich ändere das Ganze jetzt einfach ab. Den Text füge ich in Anführungszeichen und gebe auch hier nochmal den Hinweis, dass es sich um einen Text handelt. Und hier bekommen wir jetzt 4 weitere Entwürfe. Wir schauen uns jetzt mal an. Die Wörter sind beim ersten richtig geschrieben, beim dritten und auch beim vierten. Beim zweiten ist ein bisschen Buchstabensalat, vor allem hier bei diesem Wort. Das ist kein Problem. Wenn dir das Design jetzt besonders gut gefällt, kannst du das Ganze einfach verbessern lassen. Dann würdest du jetzt in den Text schreiben, dass dir Entwurf 2 gefällt und dass der Text richtig geschrieben werden soll, den Text nochmal einfügen und kommst dann so deinem Ziel. Als allernächstes geht es daran, die Bilder vorzubereiten für deinen Print-on-Demand-Shop. Und zwar reicht es nicht, wenn wir jetzt einfach die Bilder nutzen, wie wir sie von der KI generiert bekommen haben, denn die Qualität ist hier nicht ausreichend. Es ist ja auch noch ein Hintergrund zu sehen und als allererstes entfernen wir jetzt den Hintergrund. Das machen wir jetzt hier mit ClipDrop AI. Das ist ein kostenloses Tool. Am Ende des Videos zeige ich dir auch noch ein anderes Tool, was dir ziemlich viel Arbeit erspart. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende dran. Was dir auch ziemlich viel Arbeit ersparen kann, ist mein Newsletter. Ich habe eine extra Print-on-Demand digitale Produkte-Reihe erstellt und da bekommst du verschiedene Mails zum Thema. Ich gehe nochmal näher auf die ganzen Schritte ein. Und was ziemlich praktisch ist, dass ich ein E-Book erstellt habe mit den häufigsten Fehlern, wieso Seller scheitern und wie du sie vermeiden kannst. Das verlinke ich dir unten in der Infobox. Falls du also noch nicht in meinem Newsletter bist, ist jetzt die Möglichkeit. Wir entfernen zuallererst den Hintergrund. Wir laden jetzt hier das Bild hoch und im Anschluss müssen wir nur einen Button klicken und ClipDrop arbeitet. Wir haben jetzt den Hintergrund entfernt. Über das Auge kannst du dir nochmal das vorherige Bild anschauen. Im Anschluss möchten wir die Bilder upscalen, das heißt in einer besseren Qualität haben. Und das machen wir mit Nightmare AI. Ich logge mich hier ein. Das Ganze ist kostenlos, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich lade jetzt hier mein Bild hoch und kann über den Regler hier unten auswählen, um das wievielfache ich das Bild vergrößern möchte. Das geht von 0 bis 10. Ich wähle jetzt in unserem Falle den Wert 5, beziehungsweise ein bisschen mehr als 5. Bekomme jetzt hier das abgescalte Bild. Wenn wir jetzt hier ranzoomen, sehen wir, dass das einfach viel näher herangezoomt werden kann, also dass die Auflösung eine bessere ist. Du kannst das Ganze auch als Vektorgrafik umwandeln. Da kannst du einfach das Bild hochladen. Das Bild ist in unserem Falle das hier. Ich habe jetzt das Bild ohne Hintergrund ausgewählt und klicke hier auf OK. Im Anschluss lädt das Ganze ein bisschen und wir sehen jetzt hier einmal das Original-Image und einmal die Vektorgrafik. Und das Praktische ist, dass die Vektorgrafik, wenn wir jetzt ranzoomen, einfach ziemlich scharf ist. Wir können sehr, sehr weit ranzoomen. Hier kannst du das Ganze auch runterladen. Hier kannst du das Fileformat dir aussuchen und das Ganze dann downloaden. Und da hast du dann tatsächlich eine ziemlich gute Qualität. Das waren jetzt alles kostenlose Tools und ich würde dir für den Anfang auch auf jeden Fall empfehlen, mit diesen Tools zu arbeiten. Das Geld kannst du anderswo besser einsetzen. Falls du aber Zeit sparen möchtest, gibt es ein anderes Tool und das nennt sich My Designs. Ich habe mir überlegt, darüber nochmal ein extra Video zu machen, da das Ganze ziemlich gut ist, aber auch ein bisschen Erklärung bedarf. Aber ich zeige dir das Ganze mal, denn mit My
MyDesigns kannst du mehrere Arbeitsschritte innerhalb von Sekunden abdecken. Zum einen auch den Hintergrund entfernen. Ich lade jetzt hier erstmal unser Design hoch. So sieht das Ganze dann aus. Und über All Action kannst du dann auswählen, was du für eine Action machen möchtest. Du kannst den Hintergrund entfernen. Das mache ich jetzt in unserem Falle. Und der Hintergrund wird dann relativ schnell entfernt. Du kannst das Ganze auch als Vektorgrafik umwandeln, du kannst das Ganze upscalen. Und was ziemlich praktisch ist, dass du auch eine Bulk-Aktion machen kannst, also dass du mehrere Bilder auf einmal bearbeiten kannst und dadurch sparst du natürlich enorm viel Zeit. Ich zeige dir das Ganze hier mal. Ich habe jetzt hier noch ein paar Entwürfe generiert mit dem Meow Christmas und diese lade ich jetzt alle hoch, kann dann die einzelnen bzw. die Listings anwählen, ansteuern. Zuallererst den Hintergrund entfernen von allen Versionen. Remove Background. So sehen wir das. Wir haben jetzt hier nochmal eine kleine Vorschau. Und im Anschluss können wir das Ganze noch als SVG, also als Vektorgrafik, umwandeln. Hier ist es wichtig, dass du dann als Ursprungversion, die keine Hintergrundversion nimmst und diese dann als Vektorgrafik umwandeln lässt. Auch das machen wir jetzt einfach. Ich wähle das Ganze hier aus und auch hier lädt das Ganze und wir haben jetzt dreimal die Vektorgrafik und du siehst, das Ganze ging jetzt in wenigen Sekunden, was mit den anderen Tools etwas länger gedauert hätte. Wie gesagt, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, beziehungsweise mehrere Designs hast, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ansonsten geht das Ganze natürlich auch mit den kostenlosen Tools. Ich verlinke dir MyDesigns aber auch mal unten in der Infobox. Was hier auch praktisch ist, dass du direkt auch Mockups erstellen kannst, also Produktbilder, wie das Ganze dann auf T-Shirts aussehen würde und auch ziemlich viele andere Möglichkeiten. Wenn du darüber ein Video sehen willst, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Das war jetzt, wie ich Designs erstellen kann. Das Ganze ist Teil einer Videoreihe. Schau daher unbedingt mal in meiner Playlist vorbei. Da schauen wir uns dann an, wie du überhaupt passende Motive findest. Wir schauen uns an, wie du überhaupt deine Marge, deinen Gewinn ermittelst und wie du das Ganze dann auch mit deinem Shop verbindest. Ich empfehle dir aber auch meinen Newsletter. Da gibt es dann noch mal ein paar mehr Informationen. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!